Hallo, liebe Karin, wie geht es dir? Mein Name ist Karin Breitenstein. Ich bin für die Convention Services zuständig bei Engadin St. Moritz Tourismus und wir unterstützen die Veranstaltungsplaner in der Suche von der perfekten Location, Hotels. Wir haben auch ein Kongresszentrum, verschiedenste Event-Locations auf den Bergen und wir connecten die Eventplaner mit den richtigen Partnern. Liebe Roberta, da bist du schon. Herzlich willkommen. Moin, moin aus Hamburg. Liebe Roberta, sei doch bitte so lieb und stell dich doch einmal ganz kurz unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vor. Hallo, ich bin die Roberta und ich bin seit einem Jahr die Sales Managerin im Grand Hotel Kronenhof in Pontresina. Ich bin auch die erste Ansprechpartnerin für euch, wenn es um Events geht. Wenn es dann in die Detailarbeit übergeht, dann gebe ich das Ganze meistens an die Eventabteilung direkt weiter. Aber als erste Ansprechpartnerin bin ich immer gerne für euch da. Ich bin Roberta und freue mich heute, euch unser Haus zu zeigen. Das Hotel wurde 1848 als Pension Rösli eröffnet und gilt als das älteste Hotel im Alpraum. Heute zählt das denkmalgeschützte Haus zu den besten Luxus- und Wellnesshotels der Welt. An der Decke befinden sich noch heute die Originalfresken von Otto Haberer. Im Frühling 2021 wurden die öffentlichen Bereiche, darunter die Lobby, die Rezeption, das Kaminzimmer und die Bar, vom französischen Innenarchitekt Pierre-Yves Rochon renoviert. Hier unten ist noch unser Pavillon, was für Mittagessen geeignet ist, aber auch für kleinere Veranstaltungen im Sommer und im Winter. Und wie ihr seht, ist davor noch ein kleiner Eisplatz. Wie bereits erwähnt, wurde auch unsere Hotelbar renoviert. Und dort befindet sich eine große Gin-Auswahl, jedoch servieren wir auch feinen Cognac, Champagner oder Wein. In dieser Wintersaison sind wir ein 2G-Hotel. Dies bedeutet, dass sowohl die Gäste als auch die Mitarbeiter alle geimpft oder genesen sein müssen. Wir gehen nun in den Salon Rosec, der den Namen des Rosec-Gletschers trägt, den man von hier aus sehen kann. Anschließend werden wir auch in den Salon Bleu gehen. Diese wurden traditionell als Aufenthalts- und Lesezimmer genutzt. Früher haben sich Männer und Frauen nach dem Frühstück getrennt voneinander beschäftigt. Daher gab es zwei separate Räume. Heutzutage sind die Räumlichkeiten beliebt für Hochzeiten, Meetings und Veranstaltungen aller Art. Nun befinden wir uns in unseren Fümoir, der 2019 ebenfalls von Pierre-Yves Rochon renoviert wurde. Während der Renovierung wurden diverse Schichten Farben an der Holzwand abgenommen, um das Originalholz wieder hervorzuheben. Hier befinden sich noch heute die originalen Serviceknöpfe. Diese kann man auch heute noch bedienen, um einen Mitarbeiter aus der Bar zu rufen. Das ist mein Lieblingsplatz, unsere historische Kegelbahn. Diese kann für interne als auch für externe Gäste gemietet werden, um einen schönen Abend mit Familie oder Freunden zu verbringen. So, und jetzt gehen wir in den Spa-Bereich und besuchen die Susi, unsere Spa-Therapeutin und Personal Fitness-Trainerin. Kommt mit! Ach, da hat man ja richtig Lust, gleich in den Pool zu springen. Hallo Susi, wir haben eine kurze Frage an dich. Und zwar möchte ich gerne, dass du den Maiskunden erzählst, wie sie ihren Kopf wieder frei bekommen können.
Ja, also das kann man natürlich hier super im Fitness, entweder mit bisschen Power auf dem Laufband oder auf den Velos oder sogar am Boxsack bisschen Dampf ablassen oder mit einer schönen ruhigen Yogastunde, die wir hier anbieten oder eben wenn man wirklich auch Ruhe sucht, unten im Pool, im Spa-Bereich, in der Sauna, im Dampfbad, in unserem schönen Ruheraum, wo man auf den Wasserbetten liegen kann und in die Natur rausschauen kann. Ja, da hat man so zwei Möglichkeiten, entweder Power im Fitness oder entspannen im Pool unten im Spa-Bereich. Das hört sich doch nach sehr vielen Alternativen an. Ist doch toll, oder nicht? Insgesamt haben wir 112 Zimmer und Suiten. Nun zeige ich euch eine unserer Junior-Suiten. Diese Suite ist genauso wie die Zimmer im Bella Vista-Trakt mit Parkettboden. Der Bella Vista-Trakt wurde erst 2007 angebaut. Diese Zimmer haben auch alle einen wunderschönen Balkon oder eine Terrasse, wie ihr hier sehen könnt. Willkommen in der Diavoletta Suite, einer unserer neu renovierten Suiten von Pierre Yves Rochon. Diese gibt es in diesem schönen Blauton, aber auch in Beige und Grün. Außerdem haben wir auch noch einige Zimmer in diesem Stil. Nun treten wir in mein zweites Lieblingszimmer des Hotels ein, das Gredig-Stübli, das damals das Wohnzimmer der Familie Gredig, den ersten Inhabern des Hotels, war. Hier sieht man noch die originale Treppe, die damals zum Schlafzimmer der Familie Gredig führte. Man sagt, dass Frau Gredig immer an diesem Fenster saß und schaute, mit wie viel Gepäck die Gäste anreisten. Hatten sie viel Gepäck, machte sie einen höheren Zimmerpreis. Unser Gourmet-Restaurant Kronenstübli, das von Gourmillot mit 16 Punkten ausgezeichnet wurde, ist für sein Canard à la Presse bekannt. Es ist das einzige Restaurant, das dies in der Schweiz auf der Speisekarte hat. Unser Grand Restaurant ist unser Halbpensionsrestaurant, in dem unsere Gäste frühstücken und auch zu Abend essen. Auch hier haben wir an der Decke wundervolle Malereien von Otto Haberer, die die vier Jahreszeiten darstellen. Der Raum gilt als einer der schönsten Salons der Schweiz. Ich stelle euch unsere Eventmanagerin vor. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ja, wir sind gerade in unserem schönen Salon Julia. Hier haben wir 32 Quadratmeter für ein sehr exklusives Board-Meeting zum Beispiel verfügbar. Wir haben den Raum 2019 komplett neu gestaltet, haben hier auch wiederum mit Pierre-Yves Rochon zusammengearbeitet. Und der Raum ist in Blockbestuhlung eingerichtet, hat einen tollen Blick in die St. Moritzer Berge und ein perfekt geeigneter Raum für ein inspirierendes Meeting. Vielen Dank, Katrin. Und ich möchte euch noch ein kleines Highlight zeigen. Tada! Dahinter befindet sich noch der Screen. Bye. Liebe Roberta, du hast nicht nur den Weinkeller angesprochen, du hast auch die anderen wunderschönen Räumlichkeiten angesprochen. Das macht Lust auf Events und ihr habt natürlich auch Erfahrung in Events. Auch da haben wir einen kleinen Beitrag vorbereitet. Bist du so lieb und verrätst unseren Zuschauern und Zuschauern ganz kurz, was erwartet sie jetzt in der nächsten Reportage über das Grand Hotel Kronenhof? Naro, gleich werdet ihr nochmal einen kleinen Einblick bekommen, wie wir die Events vorbereiten können. Darunter werdet ihr sicherlich auch noch unser Grand Restaurant nochmal sehen, was unser größter Raum ist mit 425 Quadratmetern, wo bis zu 300 Personen reinpassen. Und da gibt es verschiedene Eventmöglichkeiten, die dort entstehen können. Und ihr werdet da einige jetzt gleich in Liebe Roberta, ich klicke mich von unten nur ganz kurz ein. Super anmoderiert, der Spannungsbogen ist hergestellt. Ich sage an der Stelle viel Spaß mit den Eindrücken von Events im Grand Hotel Kronenhof. Herzlich willkommen im Grand Hotel Kronenhof. Wir haben die Möglichkeit, bis zu 300 Gäste zu verpflegen in unseren Räumlichkeiten. So haben wir beispielsweise das Gredig-Stübli für eine kleine private Familienfeier, den eleganten Salon Bleu im Neobarock-Stil oder aber der historische Weinkeller, wo ganz wilde Partys stattfinden können.
Heute zeige ich Ihnen, was wir aus unserer neobarocken Lobby und dem Grand Restaurant machen können. Noch vor der offiziellen Saisoneröffnung begrüßen wir heute Abend 250 Gäste zum Gala-Dinner. Beginnen werden wir um 18.30 Uhr mit dem Aperitif, gefolgt vom Dinner hier in der Lobby. Und anschließend geht es dann weiter zum Live-Konzert ins Grand Restaurant. Doch hier, die Lobby, wurde alles heute Morgen früh umgestellt, sämtliche Möbel, Mobiliar, Teppiche ausgeräumt, die Tische reingebracht, eingedeckt und jetzt aktuell laufen noch die Detailarbeiten, wie die Tischordnung zu verteilen, die Menükarten einzusetzen oder die Blumen einzudecken auf den Tischen. Ja, wie als erstes fertig ist. Bah! Et voilà, das Konzert heute Abend findet im Grand Restaurant statt, welches wir komplett umgebaut haben. Sie sehen im Hintergrund eine große Profibühne und ich bin sicher, da wird die Stimmung dann auf Hochtouren laufen. Für all diese Arbeiten braucht es die ganze Belegschaft. Und das einmal mehr, noch vor dem offiziellen Saisoneröffnungsstart. Herzlich willkommen im Kronhof. Die letzten Tage war einiges los. Ein Ort, wo es besonders turbulent zu und her ging, war unsere Küche. Und da werde ich Sie heute Abend hinführen. Viel Vergnügen und folgen Sie mir. Con verdura e patate saltate vogliono, non vogliono con le bollite, eh? Le micado salate devono essere condite con salsa francese. Salsa francese. Signori, buonasera. Buonasera, buonasera. Tutto bene? Tutto bene. Allora, questa sera abbiamo un filetto allo stroganoff, l'usanza della cucina russa, quindi per stare indietro anche per il Natale russo che comincia in questo periodo. Abbiamo poi anche delle capesante saltate. Una crema di sedano, un'insalata di sedano croccante. Super, bene. Allora, grazie. Buon servizio, grazie. A più tardi, grazie. Fabrizio Piantanida, unser Küchenchef, ist zuständig für seine Brigade von 24 Köchen und er ist verantwortlich für die Kulinarik im Grand Restaurant zum Abendessen, dann weiter für das Gourmet-Restaurant Kronenstübli, wo wir aktuell unsere Hummerwoche zelebrieren, dann aber auch der Roomservice, die Vorbereitungen für im Pavillon, alle Spezialevents und natürlich auch die verschiedenen Bankette. Man zelebriert im Gourmet-Restaurant Kronstübli eine italienische Haute Cuisine. Die letzten Tage wurden mehr als 1200, ja bis zu sogar 1500 Gerichte pro Tag aus dieser einen Küche geschickt. Also wirklich einiges los, was diese Tage da war.